Herzlich willkommen Ihnen allen. Einen wunderschönen guten Abend heute. Bastian, schauen wir in Ronn live nach Heidelberg. Dort ist nämlich die Schlüsselübergabe zum größten Gebäude aus dem 3D-Drucker in ganz Europa. Werden wir gleich sehen. Außerdem stellen wir uns heute die Frage, was ist wirklich dran an möglicher Polizeigewalt in Mannheim? Widmen uns da in einer Reportage zwei exklusiven Fällen mit exklusiven Hintergrundinformationen. Dazu lernen wir einen deutschen Meister im Saunaaufguss hier in der Region kennen und klären mit ihm wichtige Mythen rund um die Sauna. Zum Beispiel, ist es wirklich sinnvoll, bei einer Erkältung in dieses Schwitzebad reinzugehen? Und im Sport lernen wir Paratischtennis kennen. Tischtennis für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wie das funktioniert und wo wir das bald alle live sehen können. All das und noch mehr heute hier bei Ronn. Ganz viel Spaß. Na, da schauen Sie mal. So sieht es also aus. Das größte Gebäude in Europa aus dem 3D-Drucker. Da kann man richtig schön auch noch die Schichten erkennen, wie es so nach und nach aufgetragen wurde. Heute ist die Schlüsselübergabe und wir waren von Anfang an dabei, als es losging mit dem Bau. Ist die Frage tatsächlich, ob man da entsprechend auch Bau sagen kann auf dem Gelände der ehemaligen Campbell Barracks in Heidelberg. Schicht für Schicht, 54 Meter lang, 11 Meter breit und 9 Meter hoch. So der Plan und so ist es dann auch gekommen und nun steht es samt Inneneinrichtung und Michel Teuke ist vor Ort und wir haben es eben schon gesehen, von außen kann man das Gebäude erkennen, dass es aus dem 3D-Drucker ist. Michel, von innen, da seid ihr jetzt nämlich, erkenne ich es jetzt erstmal noch nicht oder täuscht das? Das täuscht ein bisschen, Olli. Also ich muss auch sagen, ich habe es mir am Anfang anders vorgestellt. Es wirkt doch alles sehr kahl, es ist einfach ein großer Raum, aber hier wird auch niemand drin wohnen. Also es wird einfach nur ein Raum, in dem Server stehen. So wie es aktuell hier steht, ist es auch größtenteils schon fertig. Das Einzige, was noch abgeändert wird, da oben sieht man so weiße Balken und die Wand, die ist noch nicht gestrichen. Das liegt daran, dass hier noch eine Wand nachträglich eingebaut wird. Die hätte man theoretisch auch schon direkt mit dem 3D-Drucker reinmachen können. Aber man hat erst nachträglich gemerkt, dass man diese Wand braucht, was aber auch zeigt, wie flexibel und wandelbar das Ganze ist. Also, dass man es doch individuell gestalten kann. Und diese wellenförmige Wand, die man von außen sieht, was ja auch das Besondere hier ist, die spiegelt sich hier drin gar nicht wieder. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr, war sehr verwunderlich für mich. Woran man diese 3D-Technik hier drin erkennen kann, ist eben noch an dieser besonderen Struktur hier an der Wand. Das ist auch so ein bisschen wellenförmige und da zeigt man, wie gesagt, nochmal diesen 3D-Druck. Trotzdem ganz besonders, wenn ich überlege, wir stehen hier in einem Haus, das wirklich von einem 3D-Drucker gebaut wurde. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen und die kann mir Hans-Jörg Kraus, der Bauherr des Ganzen, beantworten. Herr Kraus, wir wissen jetzt, das Ganze wurde mit einem 3D-Drucker gebaut. Aber wie können wir uns das vorstellen? Hat jemand auf den Knopf gedrückt und nach 140 Druckstunden stand das Ganze fertig, so wie wir hier jetzt drin stehen? Hat man überhaupt noch Bauarbeiter gebraucht oder wie lief das Ganze ab? Ja, man hat natürlich deutlich weniger Bauarbeiter gebraucht wie beim konventionellen Bau. Hier waren 3 bis 4 Leute auf der Baustelle und ich fand es einen herrlichen Anblick immer, wenn ich da war. In der linken Hand haben sie die Kelle gehabt und schnell noch ein bisschen was abgeschnitten, wenn es zu viel war. Und in der rechten Hand den PC. Wir haben schon überlegt, wie heißt denn der neue Beruf? Ja? Ist es der Baudroniker oder wie heißt es? Aber die 140 Stunden waren jetzt nicht direkt am Stück fertig oder wie können wir uns das vorstellen? Nein, 140 Stunden sollte gedruckt werden, 170 waren es. Wenn Sie das zusammenrechnen, dann wäre es ja gerade mal eine Woche. Aber wir stehen jetzt nach 10 Monaten nach dem Andruck da. Das heißt, wir haben ja konventionell den Boden gemacht, das Dach und haben natürlich auch das ein oder andere Problem gehabt. Ja, mit den Anschlüssen zum Beispiel, weil es so ein besonderes Gebäude ist mit Wellenform und 18 Grad Überhang, haben wir natürlich dann auch später das Problem bei den Dachanschlüssen gehabt. Sowas gibt es im konventionellen Bau nicht, also hat auch keiner gewusst, wie man das lösen kann. Das haben wir erst wieder neu erfinden müssen. Oder wenn ich dran denke, was mein Lieblingsthema immer ist, die 2 Türen. Wir haben nur 2 Türen gebraucht, T30 Türen. Ja, und da hat keiner dran gedacht, dass dieser Beton, den Heidelberg Material zur Verfügung gestellt hat, kein Normbeton ist. Also gibt es auch keine Standardzulassung. Also müssen sie erstmal dieses Problem auch wieder lösen. Hat uns auch wieder ein paar Wochen gekostet. Aber wir sehen ja, es hat funktioniert. Würden Sie sagen, diese Technik ist auch der Bau der Zukunft und kann auch so ein bisschen die Problematik mit der, diese Bauproblematik, die ja herrscht, ja, mindern? Also ich will es mal so sagen, es ist mit Sicherheit ein Teilbereich der Zukunft.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der 3D-Druck den konventionellen Bau jetzt nicht ersetzen wird. Aber es gibt ganz spezielle Bauformen wie hier jetzt, ja, wo es absolut geeignet ist. Wenn Sie sich überlegen, wir haben ein Datacenter, ein Serverhotel, ist im Endeffekt ein Betonkasten. Ja, wie würde das aussehen hier mitten im Wohngebiet? Und so haben wir eine ganz tolle architektonische Form, wo die Leute aus ganz Deutschland hierher pilgern, um das zu sehen. Und für sowas ist es absolut geeignet. Und ob es für weitere Dinge, auch für den Wohnungsbau und so weiter geeignet ist, da sind wir dran. Das zeigt die Zukunft. Wir sind gespannt. Vielen Dank für die Einblicke und die Informationen, Herr Kraus. Und gegen April oder Mai diesen Jahres sollen dann auch die ersten Server hier einziehen. Michel Teuke, vielen herzlichen Dank. Soweit also vom Bauen in der Zukunft. Jetzt gehen wir wieder ins Hier und Jetzt und sind bei der exekutiven Gewalt, bei der Polizei. Die darf Gewalt ausüben. Das ist ihr festgeschriebenes Recht. Aber was ist mit Fällen, in denen es zu übertriebener oder nicht angemessener Gewalt kommt? Es gab zwei jüngere Fälle in Mannheim, beide mit Todesfolge. Und einer, der wird seit knapp zwei Wochen vor dem Landgericht verhandelt. Francesco Romano schaut ab heute in einer vierteiligen Serie. Auf die beiden Fälle, die Hintergründe und Missstände. Der Mannheimer Marktplatz und der Stadtteil Schönau. Es sind Orte zahlreicher Geschichten und Momente, doch zwei lassen die Stadt aktuell nicht mehr los. Innerhalb weniger Monate sterben zwei Menschen infolge von Polizeieinsätzen. Wir stellen uns die Frage, hätte all das verhindert werden können? Was hat sich seitdem getan und welche Hilfsmittel braucht die Polizei? Wir gehen dieser Sache auf den Grund. Wir beginnen unsere Recherche im Stadtteil Schönau. Hier treffen wir Emra Durkal, erst ein Freund des verstorbenen Ertekin Ö. An der Stelle, an der Polizei und Ertekin Ö sich gegenüberstanden, stehen noch heute Blumen, Plakate und Grablichter, die an die Tat erinnern. Ja, Ertekin war ein Mensch, der eigentlich respektvoll war. Er war, wie soll ich es sagen, ein liebevoller, respektvoller Mensch, der Pech hat im Leben mit seinen psychologischen Problemen und so weiter, aber der auf einem sehr guten Weg war. Aber egal wie krank er damals war, war er immer noch der nette Ertekin, den wir kennengelernt haben. In vielen Medienberichten hat man auch gelesen, dass Ertekin eine Störung hatte, dass er psychisch krank war. Inwiefern können wir uns das vorstellen? Sie kennen ihn, kannten ihn sehr gut. War er gefährlich oder hat er einfach nur Hilfe gebraucht? Er hat nur Hilfe gebraucht. Also gefährlich ist alles andere, aber Ertekin war alles andere als gefährlich. Er war liebevoll, hilfsbereit. Wenn zum Beispiel ältere Frauen oder sowas hochtragen mussten, hat er gefragt, ob er helfen kann beim Tragen nach oben und so weiter. Also er war wirklich hilfsbereiter Mensch. Nur einer eben, der nicht so viel Glück hatte wie Sie und ich im Leben. Wie kommt es dann zu so einer Situation, dass man sieht, diese Videos, auch auf verschiedenen Internetplattformen, dass eben vier Polizisten auf der einen Seite und er mit einem Messer in der Hand auf der anderen Seite steht? Wie kann sowas passieren? Er hat ja vorher auch die Polizei selber angerufen gehabt. Ich sag mal so, es war ja ein Hilferuf. Da er ja die Wohnung verlassen musste, nicht wusste, wohin er geht, hat er sich wahrscheinlich gedacht, vielleicht wird er so festgenommen. Und er hat ein Dach über dem Kopf. Uns ist beiden ja jetzt, wenn wir hier stehen, aktuell ziemlich kalt. Wo soll ein junger Mann, also bei dem Wetter hin? Wir werden gleich noch mehr erfahren von Emra. Doch erstmal möchte ich auf den Stadtteil an sich blicken. Wer lebt hier eigentlich? Dazu schauen wir auf die Statistik der Stadt Mannheim. Der Stadtteil umfasst etwas mehr als 12.000 Einwohner. Hier leben ungefähr genauso viele Männer wie Frauen. Genau wie Menschen mit Migrationshintergrund und ohne. Mit 35% ist die türkische Community hier am stärksten vertreten. Beim Blick auf die aktuelle Kriminalstatistik des Mannheimer Präsidiums vom Jahr 2022 fällt auf, dass die Gewalt gegenüber Polizeibeamten im gesamten Einzugsbereich leicht rückläufig ist. Dennoch erscheint mir diese Zahl ziemlich hoch. Ob und welche Auswirkungen das hat, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Jetzt erstmal zurück zu Emra. Schönau ist ein Zusammenhalt. Die Menschen hier halten zusammen. Bei der Warnwache zum Beispiel, hier auf der Schönau am Tatort hier, war es ja so, dass die Läden hier ihre Geschäfte zugemacht haben
um 18 Uhr, damit sie geschlossen zur Kundgebung kommen können, um Solidarität auch mit der Familie zu zeigen. Die Nachbarn sind hin und her gegangen zu der Familie, haben ihren Beileid gegründet. Die Schönau hält zusammen, sie ist auch wie eine Familie. Es ist nicht Ertekin, ein Nachbar nur, es ist ein Familienmitglied, der erschossen worden ist für diese Leute. Wie würden Sie die Stimmung beschreiben heute? Es ist circa ein Monat nach diesem Vorfall. Trüb. Die Leute sind trüb, die sind zurückgezogen. Normalerweise ist hier eigentlich Verkehr mehr, Fußgängerverkehr. Die Leute würden jetzt noch rausgucken, aber aktuell sehen wir keinen mehr auf der Straße. Und wieso ist das so? Angst. Angst. Wir haben immer noch Kinder, die Angst haben, schlaflose Nächte haben. Das haben wir heute noch. Bei allem, was wir gehört haben, erscheint es unglaublich, dass es zu solch einem Vorfall kommt. Was die Behörden dazu sagen, das zeigen wir natürlich auch. Und zwar morgen in Teil 2 der Reihe. Francesco Romano hat zudem mit Professor Jörg Kinzig über die Auswirkungen und die Aufarbeitung der Taten gesprochen. Herr Professor Kinzig, wie wichtig ist denn die juristische Aufarbeitung, vor allem für die Hinterbliebenen? Ich denke, dass das je nach Opfer unterschiedlich ist und dass man das nicht generell sagen kann. Jedenfalls muss es den Opfern nicht immer um eine strenge Bestrafung gehen, sondern häufig ist den Opfern wichtig. Wir kennen das zum Beispiel aus diesen NS-Verfahren, wo die letzten laufen. Ist es den Opfern wichtig zu erfahren, was genau bei diesem Vorfall passiert ist, der nun Gegenstand des Strafverfahrens ist? Wobei man sich ja auch immer klar machen muss, dass man im Strafverfahren nur eine Annäherung an das reale Geschehen erreichen kann. Wir werden natürlich die Wahrheit nicht immer vollständig reproduzieren können. Wieso steht denn die Polizei und vor allem auch die Arbeit der Polizei speziell in den vergangenen Jahren so im Rampenlicht und vielleicht sogar auch in einem schlechten Licht? Also so ganz, wie Sie das sagen, würde ich das nicht stehen lassen wollen. Also es gibt Befragungen, in denen immer wieder das Vertrauen in öffentliche Einrichtungen eruiert wird. Und wenn dann die Polizei da abgefragt wird, dann ist es nach wie vor so, dass sie ein sehr, sehr großes Vertrauen insgesamt genießt. Was sich verändert hat, denke ich, ist die Macht der Bilder. Also wir sehen in letzter Zeit, und das ist ja nicht nur auf Deutschland bezogen, mitunter per Video vorgehaltene, dargestellte Übergriffe dann auch von Polizeibeamten aus den USA beispielsweise. Und die machen dann natürlich eine ungeheure Wirkung auf die beteiligten Personen. Und möglicherweise kann man dann auch gar nicht mehr so unterscheiden, ob das jetzt ein Fehlverhalten von Polizeikräften im Ausland gewesen ist oder bei uns. Nun wird ja wahrscheinlich im März ein Urteil fallen um diese Vorkommnisse am Mannheimer Marktplatz. Glauben Sie an eine Signalwirkung, die hier ein Urteil haben könnte, dass sich etwas ändert an der Polizeiarbeit in Baden-Württemberg? Also wichtig ist selbstverständlich, dass diese Vorfälle immer polizeiintern sehr sorgfältig aufgearbeitet werden. Also die Polizei wird sich fragen müssen, und ich denke, das wird sie auch tun. Also ist in diesem konkreten Fall etwas falsch gelaufen? Was kann man in Zukunft besser machen? Was muss man besser machen? Die Frage wird sich auch stellen, ob Polizeikräfte im Umgang mit psychisch eingeschränkten Personen besser geschult werden müssen. Andererseits muss man, so traurig es ist, selbstverständlich auch sagen, dass Polizeibeamte sind in schwierigen Situationen unterwegs. Da wird es auch immer mal wieder zu einem Fehlverhalten kommen. Das muss man natürlich versuchen, das zu minimieren. Und Fehlverhalten gibt es auch bei anderen Berufsgruppen, denken wir an Ärzte oder auch Juristen. Herr Professor Kinzig, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Morgen dann also Teil 2. Jetzt blicken wir kurz in die Pfalz. In Edenkoben soll im September ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter ein junges Mädchen auf dem Schulweg abgepasst, entführt und sexuell missbraucht haben. Heute hat das Landgericht Landau das Hauptverfahren gegen den 52-Jährigen eröffnet. Er sitzt noch in Untersuchungshaft. Am 1. März soll dann der Prozess starten. Johanna Schädel hat weitere Nachrichten. Auch Ärzte streiken.
Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat deutschlandweit zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch an der Uniklinik Heidelberg haben Ärzte die Arbeit niedergelegt. Hintergrund des Streiks sind 3 ergebnislose Verhandlungsrunden mit der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder. Wir fordern geregeltere Arbeitszeiten, vor allem in der Nacht und im Schichtdienst, also für die ungünstigen Arbeitszeiten vor allem. Auch, dass da die Zuschläge nochmal erhöht werden und auch eine finanzielle Wertschätzung vom Arbeitgeber uns gegenüber. Und zwar hätten wir da gerne 12,5% Gehaltserhöhung linear. Trotz des Streiks war die Notfallversorgung am Uniklinikum sichergestellt. Die nächsten Tarifrunden finden am 13. und 14. Februar statt. Rekordhoch. In Rheinland-Pfalz leben aktuell so viele Menschen wie noch nie zuvor. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Mit 4,17 Millionen Menschen steigt die Zahl in der Pfalz damit zum 12. Mal in Folge. Trotzdem wird das Durchschnittsalter in Rheinland-Pfalz immer höher. Gründe sind die steigende Lebenserwartung und die vergleichsweise niedrigen Geburtenzahlen. Ein Saunabesuch ist doch eine schöne kleine Flucht vor der Kälte. Aber kalt duschen, wie ist es mit Aufgüssen? Es gibt viele Mythen. Liam Gugnecht und Clara Droschkot, sie sind in der Badewelt Sinsheim dem nachgegangen und haben sich Tipps geben lassen und Rat von einem, der dort auch schon viele zum Schwitzen gebracht hat. Marcel Hetzel ist deutscher Meister im Showaufguss. Aber er kann nicht nur auf Gießen, er kann auch auf Klären. Und zwar Saunamythen wie Sauna hilft bei Erkältungen. Schwitzen ist gut, ne? Also so hat man das gelernt. Wenn man erkältet ist, geht man in die Sauna, weil man dann all das ausschwitzt. Und das sagt der Experte aus Nussloch dazu. Durch die Wärme haben wir ja eine gewisse Zellteilung bei uns im Körper, was stattfindet. Und dadurch auch wieder mehr Zellen da sind, was unser Immunsystem nach oben bringt. Genauso aber auch kann das Ganze in die andere Richtung schwanken. Das heißt, wenn ich krank bin und ich habe negative Zellen einfach erklärt, dann können auch die sich teilen und mir kann es nach einem Saunatag deutlich schlechter gehen. Heißt, wenn man erkältet ist, sollte man auf die Schwitzbude lieber verzichten. Ansonsten ist regelmäßiges Saunieren aber grundsätzlich gut für das Immunsystem und auch der Kreislauf freut sich. Aber stimmt es, dass man nach dem Saunagang kalt duschen muss? Ja, muss man machen, sonst kriegt man Kopfschmerzen. Okay, was würden Sie sagen? Ich würde das auch machen. Das ist für den Kreislauf sehr anregend. Und dafür ist es dann gut. Doch das ist falsch. Kalt duschen nach der heißen Sauna kann zu Kreislaufproblemen führen. Oberste Priorität ist immer ab nach draußen, ab an die frische Luft. Erstmal Kreislauf akklimatisieren lassen. Am besten noch ein paar Schritte gehen und dass der ganze Kreislauf sich erstmal erholen kann. Ein bisschen ausruhen, am besten noch was trinken. Die Faustregel ist, wer 10 Minuten sauniert, der sollte danach 5 Minuten an die frische Luft. Im Anschluss ist Duschen sinnvoll, aber... Ganz wichtig, erst die Arme, dann die Beine, langsam hoch zum Herz und der Kopf geht immer erst bitte als letztes drunter. Nächste Frage, wo ist der beste Platz in der Sauna? Wahrscheinlich hätten wir es unten länger aus, ich würde sagen eher unten. Mittlere Reihe. Nee, unten. Richtig ist, wo man sitzt, muss jeder selbst entscheiden. Und dann kommt es darauf an, sich selber einzuschätzen, vielleicht aber auch sich Erfahrungswerte von anderen zu holen, um für sich selber dann zu wissen, okay, vielleicht fange ich erst ein bisschen niedriger an und arbeite mich dann langsam nach oben. Der letzte Mythos, man darf die Sauna während eines Aufgusses nicht verlassen, das stimmt so nicht. Wenn es einem wirklich nicht gut geht, dann ab nach draußen. Gesundheit geht eben vor, selbst wenn die Show des Saunameisters noch so unterhaltsam ist. Schwitzen gehört auch bei ihm dazu. Mario Schneller vom VfL Duttweiler. Er hat mit seinen Kollegen nun die Landesmeisterschaft in Rheinland-Pfalz im Paratischtennis vor der Brust. Die findet in Maikammer statt. Pascal Förster und Max Fischer berichten. Ein Tischtennismatch. Walter Koos und Mario Schneller schießen sich die Bälle hin und her, wie das eben üblich ist beim Tischtennis. Es gibt jedoch einen feinen Unterschied. Das ist Paratischtennis, also für Menschen mit Beeinträchtigung. Dann habe ich die Diagnose bekommen, FSD H1. Das ist ein Gendefekt im Körper, wo quasi der Rumpf, die Beine, die Arme, Gesicht, quasi die Muskeln in Fett umwandeln und das kann am Schluss eventuell enden im Rollator oder Rollstuhl sogar. Eine Diagnose, die teilweise dafür sorgt, dass Schneller seine Spiele aufgeben muss. Wenn sie zu lange dauern, kann er nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr stehen.
Als er von seiner Krankheit erfährt, informiert er sich, wo er weiterhin die Möglichkeit hat, sportlich aktiv zu sein, und landet beim VfL Duttweiler. Er wird dort aufgenommen und spielt jetzt mit Menschen, die ebenfalls körperlich beeinträchtigt sind. Dadurch, dass er eben recht spät angefangen hat mit Tischtennis, fehlt es etwas an der Technik, aber das ersetzt er durch viel Kampf. Ich stehe dann gerne an der Seite und betreue auch mal, wenn es nicht einer der Kollegen übernimmt. Macht schon Spaß zuzuschauen. Während Schneller von seinen Teamkollegen im Tischtennis noch betreut wird, organisiert er mittlerweile sogar große Turniere. Durch ihn findet im Juni die deutsche Mannschaftsmeisterschaft des Deutschen Behindertensportverbandes in Speyer statt. Rund 150 Tischtennisspieler aus dem ganzen Bundesgebiet treffen sich in der Speyerer Nordhalle, darunter sogar Spieler aus dem Kader für die Paralympics in Paris. Beim VfL Duttweiler spielen jedoch nicht nur Menschen mit, sondern auch ohne Beeinträchtigung Tischtennis. Das Stichwort lautet Inklusion. Früher war es Exklusion, dann hieß es Integration, jetzt ist es Inklusion. Alle gehören zusammen und egal, ein Mensch mit oder ohne Beeinträchtigung muss Sport treiben nach dem Motto Turne bis zur Urne, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Und genau das ist auch das Motto von Mario Schneller, der schon vor seiner Krankheit sportlich aktiv war. Das Tischtennis gibt ihm Motivation, einfach weiterzumachen, solange es geht, ne? Solange ich mich bewegen kann oder stehen kann, an die Platte zu spielen. Ne? Einfach den Leuten zeigen, auch wenn man krank ist, kann man trotzdem weitermachen. Kann man sich pushen und einfach weitermachen. Der Wille, trotz Krankheit weiterhin Tischtennis zu spielen, ist immer noch vorhanden. Und so werden Mario Schneller und Walter Koos sich wohl noch lange die Bälle über die Platte schlagen. Also, wenn Sie Zeit haben, einfach in Maikam am Wochenende vorbeischauen. Auch gleich bei uns wieder kurze Werbung. Willkommen zurück bei Ron mit viel Dampf. Ja, machen Sie sich nichts vor, auch wenn Sie irgendwie süßlich schmecken. E-Zigaretten sind nicht gesund, das sagt auch das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Großbritannien will sie zum Schutz von Jugendlichen sogar langfristig verbieten, zumindest anfangs den Kauf erschweren. Möglicherweise auch ein Modell für Deutschland. Man findet sie in vielen Buden und Kiosken und in Geschmacksrichtungen, die eher harmlos klingen. Schokolade, Erdbeer, Mango, Vanille. Eigentlich dürfen diese Einweg-E-Zigaretten wie normale erst ab 18 gekauft werden. Dennoch sind sie vor allem bei Jüngeren beliebt. Ich finde geschmacklich eigentlich ganz gute Sorten, viel Auswahl, und manche riechen weniger stark als andere. Ich rauche das einfach, weil es mir schmeckt. So. Aber bei manchen ist es auch im Trend. Weil das hat ja auch meistens so Fruchtgeschmäcker, dann hat das nicht so ein ungesundes Image, sage ich mal. 2,3% aller Jugendlichen zwischen 14 und 17 rauchen regelmäßig E-Zigaretten, mehr als viermal so viel wie noch 2021. Auch die Zahl der tabakrauchenden Jugendlichen hat sich seitdem deutlich erhöht. Experten sehen die Gefahr, dass die bunte Einweg-E-Zigarette für viele wie eine Einstiegsdroge ist. Diese Geräte sehen alles andere als gefährlich aus. Sie sehen sehr attraktiv aus von der Farbgebung und von der Form. Und da besteht natürlich eine Gefahr, dass man über diese Produkte nikotinabhängig wird und dann irgendwann auch andere Nikotinprodukte, insbesondere Tabak, konsumiert. Ein Problem für die Gesundheit, denn der Dampf kann die Lunge schädigen. Einige Substanzen darin gelten sogar als krebserregend. Ein Problem aber auch für die Umwelt. Oft wird achtlos weggeschmissen, was eigentlich als Elektroschrott auch wegen der eingebauten Batterien gesondert entsorgt werden muss. Neben Frankreich will jetzt auch Großbritannien die Einweg-E-Zigarette komplett verbieten. Kinder sollten keine E-Zigaretten rauchen. Wir wollen nicht, dass sie süchtig werden. Wir kennen die gesundheitlichen Folgen überhaupt nicht. Deshalb müssen wir damit Schluss machen. Die Bundesregierung setzt sich für europaweite Regelungen ein. In Deutschland will sie vor allem die Werbung für E-Zigaretten einschränken. Viele Ärzte fordern allerdings mehr, einen Verkaufsstopp. Solche Verbote helfen sicherlich, weil Aufklärung allein ist wichtig, aber es reicht nicht aus, um dafür zu sorgen, dass weniger Menschen diese gesundheitsgefährdenden Produkte benutzen. Besonders Jugendliche müssten geschützt werden vor Substanzen, die weit harmloser klingen, als sie es eigentlich sind. Deutlich harmlosere Wolken gibt's jetzt.
Der Mittwoch beginnt oft bewölkt oder neblig trüb, es bleibt aber weitgehend trocken. Meist lösen sich der Nebel und die Wolken auch schon im Laufe des Vormittags mehr und mehr auf. Vor allem der Nachmittag wird dann oft richtig schön mit viel Sonne und nur wenigen Wolken. Es bleibt zudem sehr mild, die Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 10 Grad, selbst in der Nacht liegen sie um die 5 Grad. Am Donnerstag bekommt das freundliche Wetter einen Dämpfer und es wird überwiegend trüb und nass. Am Freitag setzt sich die Sonne vorübergehend wieder besser durch und der Regen lässt nach. Doch schon am Samstag kommen neue Wolken mit ein paar Schauern. Es bleibt aber mild mit Temperaturen bis 11 Grad. Halbe Minute noch, um einen zu ehren, für den das jetzt der letzte große Wurf war. Ja, Riesenspieler Andy Schmid, Legende der Rhein-Neckar-Löwen, hat heute mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet. War ja 12 Jahre bei den Löwen, ein richtig guter Mensch auch. Absolut, ja. Und jetzt hat er nochmal die Europameisterschaft gespielt für die Schweiz, sein Heimatland. Und nun sagt er, grüezi. Wünschen guten Ruhestand. Also dann, alles Gute, Ihnen natürlich auch. Schönen Feierabend. Der war lang da.